Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 4 mit mir, NXRP, hier auf meinem Kanal. Beim letzten Mal bin ich gefailt, gestorben, direkt in der Mission, wenn ihr so wollt. Und das soll natürlich nicht wieder passieren. Ja, ich war natürlich jetzt kurzzeitig etwas frustriert. Hatte auch nicht die Motivation und auch nicht die Zeit dazu weiterzuspielen, leider. Ging aber soweit ja ganz gut, da ich schon genug Folgen aufgenommen hatte. Hab aber dementsprechend dann halt so weitergespielt, ohne aufzunehmen. Und ich will euch kurz zeigen, was ich gemacht habe. Ich habe hier einen Generator hingestellt, der jetzt halt so vor sich hin tuckert und jede Menge Krach und Dreck macht. Dann habe ich das Ganze mit Strom verbunden. Hier habe ich einen Mast hingestellt, den habe ich deswegen dahingestellt, damit ich dieses Stromkabel bis darüber bekomme. Dann ist es so, wenn ich das Haus anschließe an Strom, dann kann ich auch Lampen platzieren. Ein weiterer Tag im Commonwealth. Jo, genau. Dann kann ich auch Lampen platzieren, wie diese hier, die dann halt großflächig alles hell machen. Außerdem kann ich Fernsehgeräte hinstellen, die dann sogar funktionieren, wenn sie müssen. Okay, es wird gerade nichts empfangen. Verstehe. Aber er geht halt. Darum geht es. Wenn das Haus hier nicht mit einer Steckdose wie dieser hier versorgt wäre, ginge das nicht. Ja, soweit so gut, denke ich mal. Wir wollen uns doch erneut an diese Mission von, ja, vom letzten Mal ranwagen. Wie sieht's denn aus? Hierfür habe ich... Ich glaube, ich nehme diese hier. Diesmal. Und die Lasermuskete an sich. Wie ist denn das mit meinem Favoriten? Impro-Scharfschützen, Lasermuskete und das hier, die 6. Diese Steuerung ist halt tatsächlich sehr hakelig. Wenn ich jetzt auf F drücke, genau dann darf ich auswählen, was ich gerne benutzen möchte. Die 5. Dann ist sie auch schon da, aber die muss ich halt ständig nachladen. Gut. Wir begeben uns mit Doc Meat erneut dahin, wo wir letztens gestorben sind. In der Nachproduktion, oder das heißt im Schnitt, habe ich halt gesehen, dass ich auch durch eine Granate oder ähnliches sogar getötet wurde. Das war natürlich alles in allem komplett über alles keine Glanzleistung. Und möchte ich beim nächsten Mal schon irgendwie vermeiden. So, nochmal ein Check-up. Unsere beiden Türme hier sollten das Gröbste fernhalten. Finde ich, denke ich, hoffe ich, meine ich. So, hier haben wir die beiden wieder. Wo ist denn Dogmeat? Du Schlingel, wo bist du denn? Naja, erstaunlicherweise kommt er dann immer irgendwann nach. Die Frage ist halt nur, wann. Ich meine, wir wissen ja jetzt schon, was auf uns hier zukommt. Wir werden da hinten so ein Gebäude finden mit einer Satellitenschüssel obendrauf. Ich denke mal, das ist nicht unwichtig, dieses Gebäude. Da ist er. Und ich denke mal, wir sollen das auch finden. Genauso finden sollen wir vielleicht das hier. Mal schauen. Vielleicht habe ich das auch schon mal gefunden gehabt. Nein, Red Away. Kombischraubenschlüssel, Superkleber. Nehmen wir alles mit. Habe ich hier nicht gerade Stimmen gehört? Und gut, hier ist einfach so eine Hubblume. Die nehmen wir auch noch mit. Ne, das ist ein Baumstumpf. Hier wäre jetzt auch irgendwo das Lager mit den Raiders, aber die haben wir ja schon mal ausgerottet gehabt irgendwann. Zu einem...
zu einem anderen Zeitpunkt. Ich will jetzt natürlich nicht nochmal failen, ja. Wäre schon peinlich. Würde ich wegschneiden, würdet ihr gar nicht mitbekommen. schön. Da ist die Satellitenschüssel. Ob es Sinn macht, sich exponiert oben... Nee, machen wir mal nicht. Oder? Hier ist nochmal eine Hubblume. Ich weiß, wofür wir die nochmal brauchen. Da auch. Oh, wilder Flaschenkürbis. Den brauchen wir auf jeden Fall später mal, wenn es denn darum geht, unsere Basis noch für noch mehr Leute quasi zu versorgen. Darum geht's nicht. Jetzt kommt aber so ein bisschen wieder der Sammeltrieb raus. Da ist so eine komische Kuh. Aber solange die uns nicht angreifen, würde ich die glatt ignorieren wollen. Und stattdessen versuchen, dieses Mal einen geschickteren Angriffswinkel zu wählen. Oh, warte mal. Hier ist doch was. Was ist denn das hier? Ich höre Schüsse, aber die gelten nicht mir. Die greift uns an. Na gut, dann. Warum greift die uns denn an, frage ich mich. So. Machen wir mal so. Machen wir auch ich zweimal auf dem Torso. Dreimal sogar können wir. Gut, machen wir das. Oh, voll verkackt. Was stimmt mit der nicht? Genau, ich wäre doch komplett geflüchtet. Aber wisst ihr was? Ich habe hier was Interessantes gesehen. Wir haben hier so einen Kampfanzug noch. Oh. Achso, okay, ich wollte gerade sagen. Und Überreste von dem, was vielleicht mal in dem Kampfanzug drinne war. Cool. Schritte, Schritte, Schritte ist der Hund. Okay. Die Frage wäre jetzt natürlich, ob ich den starten kann. Andererseits will ich auch nicht die Dings verbrauchen, die Energiezelle. Aber ich habe noch was gesehen. Hier ist auch noch mal hier oben etwas. Nach allen Seiten einmal sichern. Okay. Hubblum. Hey. Roboterentsorgungsgelände. Ich bin dabei, Dogmeat irgendwelche Befehle zu geben. Was ist denn das für ein Roboter? Wie auch immer, ich bin glücklich, dass er aus ist. Fusionskern. Schaltplatte, Militärstandard. Cool. Dreibeinig. Auch nicht schlecht. Yo. Yo, 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 yo. Wir haben hier also einen Schrottplatz. So, mal schauen, geht die Tür auf?
muss mal sagen, ich mag ja die Grafik schon. Aber das ist hässlich. Das ist hässlich. Hä? Okay, das ist ein Bug. Das ist nicht hässlich, das ist ein Bug. Das ist sogar äußerst merkwürdig. Eine Waffenwerkbank und eine provisorische Batterie. Mal schauen, kann ich hier irgendwas herstellen? Nope. Hätte mich auch gewundert. Ja, ja, verlassen. So. Da ist ein Computer. Oh, und hier ist noch was. Warte mal, das ist doch bestimmt etwas, was mir irgendwie was bringt. Ausgezeichnet. Du hast eine spezielle Lackierung für deine Power-Rüstung freigeschaltet. Na gut, okay. Ich hätte gehofft, dass es etwas mehr bringt, aber hier ist wenigstens ein Stimpack und du siehst auch nicht so richtig gesund aus. Es sieht schon noch immer wieder etwas irgendwie gruselig aus. Ich kann mir nicht helfen. So, mal gucken, was das Terminal sagt. US-Roboter, Entsorgung. Die sichere Art der Entsorgung für ihre Roboter seit 2053. Lieferprotokoll, Militär... Nee, Mitarbeiternotizen und Band abspielen. Dieser von Zensiert in Auftrag gegebene und von Zensiert hergestellte Prototyp darf nur durch offizielle Mitarbeiter der Firma Zensiert oder entsprechenden Kunden bedient werden. Wachrobot aktivieren oder Informationen. Dieses Holoband gehört zum Kampfwächter-Prototyp MK4. Zensiert ist nicht verantwortlich für Sachschäden, Verletzungen oder Todesfälle während des Betriebs dieses Prototyps. Falls Sie kein Mitglied von Zensiert oder ein Geschäftspartner des Besitzers dieses Prototyps Zensiert sind, müssen Sie dieses Holoband unverzüglich zerstören, sowie die Existenz des Bandes oder des dazugehörigen Prototypen leugnen. Cool. Klar doch. Ah, warte mal, geht es um das Ding da draußen? Ich weiß nicht, ob ich den aktivieren will. Will ich? Ah, es ist schon verlockend. Keine Ahnung, was dann passiert. Ich meine, mehr als dass ich normal sterbe und euch das verheimliche, kann ja nicht passieren. Hierdurch werden der Kampfwächter-Prototyp MK4 und alle zurzeit geladenen Systeme gebootet. Dieser Kampfwächter-Bot ist ein Prototyp. Es wird nachdrücklich empfohlen, alle Tests in einem abgeschlossenen Bereich durchzuführen. Laut der Initiative für Kampf- und Protosysteme, Code 3392F6, ist der aktuelle Benutzer für eventuell auftretende Vorfälle während des Trainings verantwortlich. Bootsequenz fortführen. Es ist zu verlockend. Bootsequenz bestätigt. So, und jetzt bin ich gespannt. Das wird... Na gut. Es wird keine Einmischung in unsere Sicherheitsoperationen geduldet. Aktuelles Ziel, Patrouille im Nahbereich und Neutralisierung von Feinden, die eine Gefahr für das Militär... Das ist mir zu unsicher, ich mach den mal wieder aus. So. Der muss sich ja dann hier wieder finden lassen. Selbstzerstörung. Wachbot deaktivieren. Oh, das ist schlecht. Fehler beim Verarbeiten der Anfrage. Daten sind
Selbstzerstörung einleiten, Verteidigungsprotokoll aktivieren. Nee, 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 dann park ihn mal lieber da. Huch, dann machen wir lieber nichts davon. Scheiße. Das klingt alles so, als würde ich gleich tierisches Rodeo-Stress, Rodeo-artigen Stress hier haben, wenn ich das mache. Das muss eben nicht sein. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Der Hund hechelt schon wieder neben mir. Dogmeat. Dogmeat. Warte mal. Wie ist denn das? Kann ich hier schnell reisen eigentlich? Roboter-Entsorgungsgelände. Cool. Da sollte ich hin. Zu Ten Pines Bluff übrigens. Tap. Ich will immer Escape drücken. Ah, da ist diese Kuh schon wieder. Ah, diesmal rennt sie selbstständig weg. So ist gut. Mal gucken. Ist die in Schuss? Ich weiß nicht. Ich würde glatt sagen, nicht. Weil, also irgendwas scheint zumindest hier mit dem Bein nicht zu stimmen. Die rechte Seite ist da in der Abbildung merkwürdig. Was haben wir noch? Hat auch nur 80% seiner Trefferpunkte. Der Kern ist zurzeit auf 100%. Wir müssen den ja nicht verschwenden. Wir machen es mal so, wir steigen hier wieder aus. Und bring den mal anders weg. So, mal kurz gucken. Rathirschleber. Genau, renn mal weg. Da wird schon wieder geschossen. Schießen die auf den Hirsch eigentlich? So. Kann ich noch nicht treffen. Schießt der auf mich? Hat er mich schon gesehen? Oh ja, der schießt auf mich. Alles klar. Dann machen wir das so. Das ist ein Kampfhund. Ah ja. Den kann ich aber gegenwärtig nicht treffen. Nächstes Ziel. Komm, 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 komm. Nee, wie macht man denn das da? So. Okay. Yo. So, hier, komm schon, komm schon, komm schon. Dein Bein wurde verkrüppelt, sodass du nicht mehr rennen kannst. Alter. Scheiße. Gut, also wir brauchen hier nicht komplett neu, aber ich glaube, jetzt ist der Bot noch nicht gebootet. Doch, der ist schon gebootet. Okay. Tja, eigentlich wollte ich euch das verheimlichen. Scheiße. Zweimal an der gleichen Stelle gefailt. Also irgendwie gefällt mir das nicht mit dem Nachladen. Ich verkacke ständig das Nachladen. Steuerung. Jetzt will ich nochmal kurz gucken, ob ich hier Nachladen irgendwie woanders hinlegen kann. Ziehen, Nachladen. Kann ich nicht. Mal schauen. Dann ist das Maus 3. Was heißt denn dann das hier? Poff, Werkstatt umschalten. Kann ich nicht. Maus 4 kennt er. Okay, dann machen wir das zum Nachladen. Das ist doch ganz gut. Ich hätte gern doppelte Belegung, muss ich dazu sagen. Haben wir jetzt irgendwas anderes, wo R dran steht? Nee.
Gut, pass mal auf, da machen wir es sogar noch ganz anders. Das Wetz lege ich auf Maus 4 und das hier lege ich auf Maus 5. So. Zweiter Versuch. Ich glaube, wir müssen noch mal die Power-Rüstung aktivieren. Naja, gut, der ist jetzt dabei wegzurennen. Ja, die haben wir noch nicht aktiviert, dann machen wir das jetzt noch mal. So, dann steigen wir noch ein. Es ist nämlich so, dass die Power-Rüstung, wenn sie einmal aktiviert wurde, zum Schnellreisepunkt wird. So. Wer auch immer hat mich gerade schon gesehen oder hat zumindest auf irgendwas gefeuert. So, dieses Mal nähern wir uns in versteckter Form. Und kommen auf diese. Ach, diesmal haben sie die Kuh hier getötet direkt, verstehe. Das ist doch scheiße. Scheiße, was war das? Wo bist du denn? Ach, da. Krieg dich mal wieder in den... Blöder Wichser! Haben länger als die letzten überlebt. Das muss man ihnen lassen. Ach, das war so eine Ratte. Die kämpfen... Die haben also auch ein Rattenproblem. Verstehe. Hier ist ein toter Kampfhund. Siehst du, Wurm. So, wir erhöhen jetzt einfach mal das, das und das. Und Feuer. So, läuft doch gleich viel besser. Aber das waren, glaube ich, 3 beim letzten Mal. Wir gucken einfach direkt nach. Andererseits, ich sehe jetzt hier auch keinen mehr. Und mir wird auch nichts mehr von Gefahr angezeigt. Nee, nee, du, dann... Baseballhandschuh. Dann scheint es so zu sein, wie es ist. Und bevor ich jetzt noch ein zweites Mal fehle und somit ein drittes Mal in Folge, machen wir an der Stelle kurz Pause. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Euer Nevis EP.